Ich habe hier angefangen, als Kinderpflegerin zu arbeiten und bin jetzt durch meine Weiterbildung pädagogische Fachkraft. Also das Tolle an der Arbeit hier in der Betreuungsstelle ist einfach, dass die Arbeit sich zusammensetzt aus der Verwaltungsarbeit als auch der sozialen Arbeit. Die Stadt Erlangen bietet mir die Möglichkeit, auch erlebnispädagogische Projekte durchzuführen. Und ich habe ganz viel Freiraum, meinem Beruf als Sozialpädagogin nachzugehen. Ich arbeite beim Stadtjugendamt Erlangen in Hort als Erzieher. Und an der Arbeit macht mir besonders viel Spaß die Vielfalt. Besonders motiviert mich, dass ich sowohl eine Leitungsaufgabe habe, also Dinge mitentwickeln kann, aber zum anderen auch diese fachliche Tätigkeit, also Therapie und Beratung. Ich habe als Berufspraktikantin bei der Stadt Erlangen gestartet und bin jetzt Leitung im Kinderhaus Stadtinsel. An der Stadt Erlangen schätze ich, dass sie mir ermöglichen, in Teilzeit zu arbeiten, dass ich nebenher noch mein soziales Arbeitsstudium absolvieren kann. Ich selbst war Berufspraktikantin bei der Stadt Erlangen, auch hier in der Einrichtung, in der Lernstube und wurde hier unbefristet übernommen. Für mich ist die Lernstubenarbeit eine Herzensangelegenheit. Also diese Mischung und diese Vielfalt, das ist etwas, was mich sehr anspricht. Die Stadt Erlangen hat mich auf dem ganzen Weg unterstützt und begleitet und mir eine Weiterbildung zur qualifizierten Leitung ermöglicht. Ich schätze es an der Stadt Erlangen, dass ich feste Arbeitszeiten habe und dass es ein sehr gutes Gehalt ist. In unserer Einrichtung leben wir die Vielfalt. Die Kinder kommen aus verschiedenen Kulturen, die Erzieher kommen aus verschiedenen Kulturen. Es ist schön, weil wir uns gegenseitig unterstützen können und auch voneinander lernen können.